Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Formel 1. Heute mit dem großen Preis von Bahrain, einem Rennen, wo wir in dem Vorgängerspiel in F1 2018 nicht so richtig gut zurechtkamen. Und jetzt gucken wir mal, wie es hier läuft mit dem Racing Point. Probier es wieder auf 110. Hat ja in Melbourne sehr gut geklappt. Mal schauen. P18 im Moment, ist okay. Weiter pushen. Sieht okay aus bis jetzt. Wenn ich nicht letzter bin, bin ich eigentlich recht happy mit der Quali-Runde. Der schnelle Rechtskurve, gerade eben hat man gemerkt, der Grip geht ein bisschen weg. In der 2018 und 17 ist man da ein bisschen stabiler durchgefahren. So, gucken wir mal. P19, P20, no! Mann. Am Ende bin ich ungefähr 1,5 Sekunden hinter unserem Teamkollegen Sergio Perez, der auf der 7 ist. Und von den Punkten sind wir ungefähr 1 Sekunde entfernt, was die Qualizeit angeht. Also eventuell können wir da nochmal in die Punkte fahren. Wäre auf jeden Fall das große Ziel. 6000stel hinter Kubica ist natürlich ein bisschen bitter. Aber Gesamtwertung bis jetzt ganz gut. 10 Pünktchen auf unserem Konto, 2 bei Perez, 12 insgesamt beim Team. 4. Platz in der KWM. Sieht gut aus. Wir starten sogar vom P19. Irgendeiner wurde strafversetzt. Und wir haben eine Medium-Hard-Strategie. Soft-Hard wäre sogar 7 Zehntelchen schneller. Aber ich fahre jetzt einfach mal die Medium-Hard, weil ich glaube, so können wir ein bisschen mehr am Ende rausholen. Am Anfang sich im Feld mitziehen lassen und dann eventuell ein bisschen mehr pushen. Let's go. Russell schlecht weggekommen, Kubica richtig gut weggekommen. Und ich hatte eigentlich eine ganz gute Losfahrt, aber danach ging es nach hinten. Konnte ich den Grip nicht auf die Strecke bringen. Und jetzt blockiert mich hier Pierre Gasly. Außen der McLaren vorbei, innen der Dave. Ah, vielleicht komme ich auch nicht vorbei, aber da gab es Damage. Frontflügelplatte von Gasly ist weg. Bremst. Auf geht's. Ich weiß ja, dass es eventuell ein schwieriges Rennen werden könnte. Perez in der Zwischenzeit an einem Red Bull vorbei schon. Also Pierre Gasly kann hier besonders gut noch mithalten, wenn man bedenkt, dass er eigentlich einen Frontflügelschaden hat. Leider hält uns hier ein Renault irgendwie ein bisschen auf. Also ich kann ganz gut mithalten. Keine Ahnung, ob ich mit denen weiter vorne mithalten könnte, aber der Renault hat abreißen lassen nach vorne. Dann hat Perez hier quasi die Leitung der nächsten Gruppe. Bis es dann zu den Top 5 weiter vorne geht. Und jetzt habe ich auf die Minimap geguckt. Nicht gut. Hat jetzt auf jeden Fall Zeit gekostet. Und Pierre Gasly verliert jetzt auch mächtig Zeit. Ich muss schnell vorbei und dann ran an die anderen. Let's go. Auf geht's. Wir kommen schön vorbei. Let's go. Sauber. 1,6 Sekunden war er behind. Gut gemacht. Super überholt. Mal gucken, wann ich die Lücke hier schließen kann. Auch ohne DRS und Windschatten können wir das quasi mit freier Fahrt ein bisschen noch schneller fahren. 1,4 Sekunden zu Carlos Sainz. Die Frage ist natürlich, kommen wir jetzt auch weiter ran? Werden jetzt alle von einem Renault gezogen, weil der Renault langsam wegfährt. Also Giovinazzi führt diese Gruppe dann an. Ich tue mich echt schwer daran zu kommen. By the way, ein Haas und ein Toro Rosso da vorne, die fighten da auch ein bisschen.
und dadurch verlieren sie wieder Zeit. Also mal schauen, das könnte in die eine oder andere Richtung noch gehen. 1,6 Sekunden, auf jeden Fall verliere ich leider jetzt Ticken Zeit wieder zu Sainz. Muss pushen. Die beiden Williams fighten jetzt. Haben sie gerade eben schon kurz gemacht. Dadurch kam jetzt Sainz näher und ich bin auch recht nah dran. Noch haben wir zwar kein DRS, aber wir sind nicht weit entfernt davon. Carlos Sainz greift wieder an, oder? Verliert jetzt auf jeden Fall Zeit und vor allem ist jetzt Giovinazzi weg von dieser Gruppe, ran an den Renault wieder. Also das Gute ist, wir haben auf jeden Fall ein paar Partner zum Duellieren, auch wenn wir eventuell keine Punkteaussichten haben. Weil, sagen wir es so, mit Glück nur Punkteaussichten haben. Aber trotzdem, ich bin happy, weil das war das, was mich in F1 2018 gestört hat, dass wir niemanden um uns herum hatten, mit dem wir kämpfen konnten. Aber jetzt können wir hier und da zumindest noch mit dem einen oder anderen mithalten, uns wieder ranrobben oder sonst was. Man sieht, vorne ist es alles mittlerweile zersplittet, also sobald gekämpft wird, verlieren die hier ordentlich Zeit. Carlos Sainz jetzt mit der Möglichkeit, beide zu überholen. Und da kommt er auch vorbei. So, wenn die Williams jetzt ein bisschen die Füße stillhalten und sich an den McLaren dranhängen, könnten wir alle gemeinsam nach vorne kommen. Auf geht's, Leute. Ein Ferrari ist jetzt schon an der Box, okay, wild. Russell probiert sie in der letzten Kurve gegen Kubica. Oh mein Gott. Eieieiei. Ja, die kosten sich auf jeden Fall gegenseitig Zeit. Der McLaren ist auf jeden Fall weggezogen. Ich komme an Kubica vorbei. Ich möchte gar nicht jetzt Russell attackieren. Ein Keil zwischen den beiden Williams zu treiben. So nicht, Robert. Ein Keil zwischen den Williams zu treiben wäre auf jeden Fall auch ganz gut, damit die dich gegeneinander fighten. Und vielleicht kann Russell ja jetzt sogar halbwegs die Pace von Sainz mitgehen. Kommt mir auf jeden Fall fast schon so vor, als wäre Sainz jetzt näher dran an uns als in der letzten Runde. Mal schauen. Vielleicht muss ich aber auch meinerseits Russell überholen. Mal sehen. Es waren auf jeden Fall jetzt mehr Teams eine Zwei-Stop-Strategie. Interessant. Sergio ist nicht drin, der ist gerade eine 32-2 gefahren auf den Softs. Natürlich ist es einerseits Softs, andererseits sind sie jetzt nicht bedeutend schlechter, die Reifen, würde ich behaupten. So, wir kommen vorbei an Russell und vielleicht können wir uns an irgendjemanden hier dranhängen. Vettel, Verstappen oder sonst wen. Oder Hamilton. Oh, hallo. Ja, also wäre auf jeden Fall cool, wenn wir jetzt ein bisschen nochmal durch diese ganzen Verkehrskuddelmuddel-Situationen nach vorne kämen. George Russell, probiert das hier? Nö. Wir bleiben vorne. Okay, weiter pushen. Teamkollege in der Box. Okay, also alle in den Top 10 fahren wohl eine Zwei-Stopp-Strategie. Auch die Red Bull. Normalerweise sind die Racing Point, beziehungsweise Force India ehemals, und die Red Bull, die eine alternative Strategie probieren mit weniger Stops. So, wir sind jetzt aber auf jeden Fall ein bisschen auch in der Verantwortung. Oh mein Gott. Ach, da sind mittlerweile zwei schon. Okay, Sepp kann vorbei. Aber vielleicht können wir da ein, zwei Leute aufhalten für Sergio. Mal gucken. Hat er jetzt auch einen kleinen Reifenvorteil. Aber vielleicht kann Vettel mich so ein bisschen ziehen. Hulos! Aber trotzdem, vielleicht versuche ich dann doch in Zukunft eher die Leute aufzuhalten und Perez zu helfen. Wobei realistisch betrachtet kommt er nicht wirklich voran. Wir konzentrieren uns einfach auf unser Rennen. Charles Leclerc jetzt dran. Alter, ich kann mich nicht mal verteidigen. Oh Gott, der Ferrari ist damals halt nicht in Real Life eine Rakete gewesen. Auf Medium-Reifen ist er sogar unterwegs. Okay, interessant. Vielleicht wird er nochmal auf Soft wechseln. Auf jeden Fall da vorne ist auch nochmal mächtig wieder Stau. Ja, was ich meinte mit, ey, vom Verkehrskuddelmuddel müssen profitieren. Vielleicht fighten die alle sehr viel gegeneinander. Oh mein Gott, was will denn ja, Classic Verstappen? Vielleicht fighten die alle so ein bisschen mehr gegen die anderen Autos an als ich. Und vielleicht können wir dadurch profitieren und nach vorne kommen. Mal schauen. Aktuell fehlt mir halt einfach die Pace, zum Beispiel mit Sainz mitzukommen. Ich bin viel langsamer als er. Aber ist auch okay. Kann auch so ein Rennen mal geben. So. Max Verstappen zieht erstmal vorbei.
Ah, diese komischen Moves von der KI von 2018 machen sie aber nicht mehr, dieses komische Rumgeschlenker. Also insofern auf jeden Fall eine kleine Verbesserung, was die KI angeht, hier in der F1 2019. So, let's go. Das Sergio Perez ist jetzt direkt hinter uns. Jawohl, ich werde ihm einmal noch DRS geben können hier. Und werde mich dann aus dem Staub machen. Er hat harte Reifen dabei. Frage ist natürlich, ob er jetzt durchfahren kann. Gott, wie viele Leute an der Box sind. So, Box, 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 Box. Und auch George Russell hinter mir kommt rein. Joa, also aktuell etwas weniger ereignisreich. Tut mir leid, aber nicht jedes Rennen kann das absolut spannendste der Welt werden. Vielleicht wird es ja noch eins. Kubica war jetzt auch an der Box. Gasly ebenso. Gasly muss ja auch noch den Frontflügel reparieren lassen. Abstand zu Sainz jetzt mittlerweile bei so 6 Sekunden oder 7 Sekunden oder so. Also Anfang der Runde war er bei 6. Aus eigener Kraft holen wir hier nichts mehr. Aber wer weiß, vielleicht gibt es doch höhere Mächte. Ich gucke dich an, Safety Car. Bernd, für die Sicherheit, komm. Tatsächlich scheinen mir die harten Reifen ein bisschen besser zu schmecken. Wir sind jetzt die Runde weiter weggekommen von George Russell. Und 6,4 Sekunden zu Carlos Sainz, also... 24,8 Sekunden. Reifen scheinen ganz gut zu sein, trotzdem ich verliere über eine Sekunde pro Runde anscheinend zu Sergio Perez. Läuft. Kevin Magnussen kommt jetzt vor mir wieder raus. Er hat jetzt Medium-Reifen drauf, hat ein schnelles Auto, der wird recht schnell wieder wegziehen, aber ich hatte gehofft, wenigstens einmal DRS zu bekommen und ein bisschen Zivilisation zu sehen. Tschüss, Kevin. Da vorne wird aber gefightet. Also vielleicht kommen wir da nochmal irgendwann ran. Okay, eine Sache ist ganz, ganz wild. Nicht, dass die beiden gerade vor mir fighten, sondern Sergio Perez führt gerade das Rennen an. Der fährt ja, glaube ich, als einziger jetzt eine Einstop-Strategie. Und er fährt die harten sehr, sehr lang dann dementsprechend. Und er ist gerade vor beiden Mercedes. Auf geht's, Video. Hol dir den Sieg. So, Leute. Meine Cam war eingefroren. Das ist jetzt sehr früh aufgefallen, natürlich. Aber, ja, happens. Jetzt sind wir aber auf jeden Fall wieder mit... Bild auch von mir jetzt da. Hallo! Vor mir fighten gerade Raikkonen und ich glaube Magnussen. Ja, 6 Sekunden Rückstand. Ich glaube, obwohl die Harten mir hier und da einen kleinen Vorteil bescheren gegenüber der KI im Vergleich zu den Mediums, werden hier jetzt nicht wirklich mehr großartig was reißen können. Ich bin mal gespannt, ob ein Safety Car kommt oder nicht, aber ja, ansonsten muss man leider sagen, es hat gereicht, um von den Williams wegzukommen, aber nicht für mehr. P17. Meine Hoffnung war, ey, wenn wir schon so ein vorderes Mittelfeldauto haben, vielleicht können wir dann gegen das Mittelfeld selbst kämpfen. Ja, stand jetzt leider nicht. Jede Position wird gekämpft. Jetzt bin ich gerade noch etwa 2,5 Sekunden hinter Sainz, der ein Problem am Auto hat. Und natürlich werde ich hier versuchen, auch den McLaren noch zu holen. Und wie gesagt, jede Position bringt uns weiter. Und tatsächlich ist Sergio Perez gerade immer noch auf P5. Wow, was ist das für eine Bestzeit? Was? Wo kommt die denn her? Lol. Ja, oh Gott, da ist eine Fruchtfliege, die mir ins Auge geflogen ist, glaube ich. Alter, was geht jetzt ab? Attacke von oben oder so. Ja, auf jeden Fall Perez stark, 10 Punkte mit nach Hause nehmend. Vor beiden Red Bull. Das freut mich sehr. So, wir sind dran an Carlos Sainz. Let's go. Ran an den McLaren. Und schön vorbei. Mach's gut, Carlos. Der McLaren war 2019 schon ein echt schönes Auto. Aktuell mag ich leider überhaupt nicht. So, weiter geht's. P16, immerhin. Oh mein Gott, und das ist die nächste Position. Valtteri Bottas scheidet aus. Alter, okay. P15, nice one. Und P4 für Perez, noch wichtiger. So, Leute. Der Tiefpunkt der Saison ist hoffentlich erreicht. Das war ja auch schon in der F1 2018 so. Bahrain war meh, der Rest war gut. Und jetzt lassen wir dieses Rennen hinter uns und blicken positiv in die Zukunft. 12 Punkte für Perez, das ist das, was wir hier mitnehmen. Ja, und damit haben wir tatsächlich... Perez mit den 12 Pünktchen sogar. Und Alex Albon, stimmt. Das ist ja gar nicht mehr Ricciardo und Verstappen bei Red Bull. Alex Albon mit nur 4 Punkten, Verstappen mit 10 Punkten.
Oh, ich bin immer noch der Meinung, dass wir eventuell Red Bull über die Saison gesehen besiegen könnten. Sebastian Vettel und Charles Leclerc holen sich hier ihre Podiumsplätze und ja, den letzten Punkt holt sich Romain Grosjean. Der war am Ende wie weit entfernt? 18 Sekunden. Ja, gut. Aber Sergio Perez über 45 Sekunden vor mir ist halt noch heftiger. Anderthalb Sekunden pro Runde. Alter Falter. Ja, 10 Pünktchen auf meinem Konto, 14 auf dem von Perez und damit haben wir 24 Punkte. Sind immer noch auf P4 vor Renault. Hinter Red Bull, 10 Punkte jeweils nach vorne und hinten. Und Ferrari ist vorbei an Red Bull. Und damit, werte Damen und Herren, würde ich sagen, springen wir nochmal ins Hauptquartier. Apropos, Kai Ehre ist wieder zurück. Keine Ahnung warum, aber irgendwie war in dem ersten Video Dave noch drin. Ich glaube, das liegt daran, dass wir unseren Charakter nicht anpassen konnten zu Beginn der letzten Folge. Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. So. Da gucken wir nochmal ganz kurz auf die Upgrades. Ah, da ist was gescheitert. Schade. Kann man wieder neu anwerfen. Und 1000 Pünktchen hier investieren. Und 1000 Pünktchen hier investieren. Rein da. Ah, no. Ich kann es nicht entwickeln. Schade. Ja gut, dann machen wir allgemeine Haltbarkeit. Und hoffen darauf, dass wir am nächsten Rennwochenende wieder etwas bessere Upgrades haben. Und vielleicht Regen. Regen würde mir hier, glaube ich, gut schmecken, auch wenn es letztes Jahr nicht gut geklappt hat. Aber mal gucken. Regen, 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 Regen! Nur im Qualifying. Schade. So, aber ansonsten haben wir Upgrades bekommen. Wir sind jetzt dran an Haas. McLaren ist vorbei an Haas. Renault hatte schon zum letzten Rennen Upgrades. Und wir haben Toro Rosso und Alfa Romeo, die jetzt ein bisschen aufgeholt haben. Und auch Williams, ja gut. Ah, und die Haltbarkeit wurde auch erhöht. Okay, okay. Das war also das eine Upgrade, was durchgekommen ist, aber keine Leistung gebracht hat. Ansonsten ein Chassis-Upgrade. Und damit würde ich sagen, werte Damen und Herren, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ihr so ist, das geht aber doch auf der Gerne-Abo-Haus-Abo-Lektion. Bis zum nächsten Mal. Ciao.